Genau. So, dann würde ich einfach mal jetzt außenrum düsen und sagen, wir bauen uns eine Wand. Also, zack, zack. So, das wäre ja. Also, 1, 2, 3. 1, 2. Das hier wäre quasi die Höhe, die normale. Dann käme die Deckenhöhe. Also, dann käme hier die Decke. Dann käme ja wieder 3. 1, 2, 3 zum Laufen. Dann käme die Deckenhöhe und dann käme 1 als Wall. Also als Balustrade, als. Autsch. Okay, geht. Und nochmal runter. Okay. Und dann wäre das hier quasi wirklich das, was wir da machen wollen würden. Also das hier ist einmal, zweimal, dreimal Decke. Eins, zwei, drei. Den Rest klären wir später. Dann flutschen wir mal wieder darunter. Okay, tut noch nicht weh. Und dann ziehen wir hier die Wand rein. Und es kann gut sein, dass uns die Steine natürlich vorne und hinten nicht langen. Ich rechne eigentlich damit. Und dafür gehen wir dann rüber zu unserem Steinbruch. Dafür müssen wir uns natürlich einen sinnvollen Weg hinbahnen. Weil wir natürlich nicht wollen. So, ich würde dich ganz gerne auf die 5 legen eigentlich. Wir können euch eigentlich alle wegmachen. Dann kann ich nämlich wirklich durchblättern. Wenn es denn dann leer ist. Aber dafür würde ich eigentlich ganz gerne erstmal den haben. Den würde ich dann dahin tun. Tun wir den mal dahin. Genau. So. Wunderbar. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Und dann machen wir da auch weiter. Und hier. So, das wäre dann die Innenmauer, also die Außenmauer. Die Außenmauer, unterer Teil, bis zur Decke quasi. Dann würden wir das hier weitermachen. Also, das wäre ja quasi. 1, 2, 3 und das hier wäre die Decke. Also hier so. Wobei wir da noch überlegen können, ob wir das wirklich so machen wollen. Oder ob wir sagen, die nächsten Steine. Oder ob wir sagen, wir nehmen erst einmal. Okay, da war auch noch nicht ganz. So, dann müssen wir das hier ja genauso machen. Da müssen wir ja genauso vorsichtig sein, dass wir da nicht ins Wasser fallen. Also 1, 2, 3. Decke. 1, 2, 3. Decke. Reling. So. Gut. Und dann würde ich hier wirklich mal. Weiter an der Außenmauer bauen. Das machen wir jetzt halt, wie gesagt. Geht ja einfach so eins nach dem anderen. Tak, 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 tak. Rüber, hier ein rein, da ein rein. Wir füllen jetzt einfach mal die Lücken aus. Zack. Kommen eh nicht mehr weit mit dem, was wir da noch haben. Und ich würde erst einmal in erster Näherung einmal komplett außenrum bauen. Ohne Tore, ohne Lücken. Die würden wir dann später machen. Okay, da fliege ich auf jeden Fall nicht raus.
So, und dann hätten wir hier noch zwei. Die bringen uns nicht wirklich weiter. Aber ich bin der Meinung, ich habe oben noch in den Kisten gar nicht. Ah, warte mal, ich habe ja eh noch einen Stapel da. So, einen Stapel habe ich noch, aber da komme ich ja jetzt gar nicht mehr hoch. Deswegen müsste ich jetzt wieder nach innen. So, und wenn wir eh schon drinnen sind. Na komm. Wenn wir eh schon drinnen sind, dann können wir ja da in unseren Kisten gucken, ob wir da nicht noch Steine rumfahren haben, was wir ja eigentlich haben. Das ist Kies, das ist Kies, das ist Diorit. Kopfsteinpflaster, 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 genau. Oben haben wir vielleicht auch noch Steine. Das weiß ich allerdings nicht. Da hätten wir nur Kies. Da hätten wir Andesit, da hätten wir Erde. Ich meine, wir können uns natürlich auch Schmucksteine irgendwo hinklatschen, aber für den Anfang bräuchten wir das erstmal nicht. So. Und dann gäbe es hier. Es wäre auf diesem Niveau. Also, warte mal. Ich muss mal gucken. Habe ich mich jetzt da drüben irgendwie verzählt? Nö. Da sage ich wirklich, es ist das Niveau. Es kann sein, dass ich mich da hinten verzählt habe. Oh, es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Tum-de-dum-de-dum. Und dann könnten wir hier eigentlich auch nochmal so eine Platte hinsetzen. Die sind eigentlich gar nicht so blöd. Bäm. Wunderbar. Und runter und ab ins Bett. Gut. Okay, also. Nee, da will ich jetzt gerade nicht hin. Ich will jetzt wieder nach oben, weil ich mir jetzt für die Baustelle natürlich die ersten Behelfsmaßnahmen hinsetzen möchte. So, hier wären Steine, die kämen dahin. Und zwar wären die so, so. So, so, so. Genau. Also. Dann wäre das zack, 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 das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig und das hier auch. So, dann hätte ich nämlich schon mal den ersten Übergang. Dann ist das alles so halb so dramatisch, wenn wir irgendwo runterfallen. Wir kommen auf jeden Fall wieder hoch, wenn auch mit Unwegen, also Umwegen. So, wunderbar, dann können wir später rädeln. So, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Inventory-Tweaks für meinen Test leider nicht für mein Clone funktionieren. Das finde ich ein bisschen schade. Gut, okay, und dann würde ich da lang gehen. Und da lang. So, zack, zack. Zack. Und dann fängt auch schon das erste Gemäuer an. So. Jetzt machen wir das natürlich von vorne, weil wir ja jetzt nicht mehr so ohne weiteres geradeaus laufen können. Da hinten machen wir das dann wieder so mit diesem Rückwärtslaufen, weil das dann schneller geht. Aber jetzt hier geht's halt nicht mehr. So. Da hätten wir hier diese Mauer. Jetzt müsste man noch auf der anderen Seite gucken, ob das da auch schon soweit ist.
Genau. Sieht eigentlich alles gut aus. Das heißt, wir können wirklich... Wir können eigentlich... Eigentlich die Zwischendecke reinziehen. So. Zwischendecke hier, Zwischendecke da, dann da. Zwischendecke dort und drüben. Na komm schon. Bam, bam, bam. Hier. Ja, das macht nichts. Der ist da nicht verkehrt. Da, da und da. Da, da und da. Ich sehe die Kohle da unten. Die holen wir uns später. Zack, zack und zack. So. Okay, und wenn wir hier schon mal sind, dann können wir das so und so machen. Und dann können wir hier wieder... Speeden ein bisschen. Okay. Der ist falsch. Aber um den kümmern wir uns später. Tack, tack, tack. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal die Mauer ziehen, weil ich glaube, dass das einfacher ist. Und nachher machen wir uns Gedanken über die Tore. Also über die Zugänge zu den Punkten unserer Interessen. Wie gesagt, ich würde ganz gerne eigentlich irgendwo ein Haupttor haben. Ah, der ist auch falsch. Da habe ich jetzt gepennt. Da habe ich gedacht, oh, kannst du pfiffig gleich ums Eck einen hinbauen, aber der ist natürlich falsch. So. Irgendwie haben die Viecher keine Skins mehr. Kann es sein? Oder habe ich irgendwie conflicting Mods an, dass die einen Skins die anderen Skins überlagern und man nicht genau weiß, welche Skins man eigentlich laden soll? Ja, irgendwo müsst ihr jetzt ein Huhn rumfleuchen und kreuchen. Ich meine, ich finde es ganz witzig. Also, ganz ehrlich. Irgendwo müssten hier Viecher rumfleuchen und kreuchen. Da sind gerade überhaupt keine da. So, 1, 2, 3 und 4. Und das war, wenn ich das richtig gesehen habe, alle meine Steinchen. So, das bedeutet, es ist an der Zeit, in den Steinbruch zu gehen. Und der Weg zu dem Steinbruch, den müssten wir dann ja jetzt langsam auch mal eruieren. Wie wir in diesen Steinbruch eintreten wollen. Und das wäre dann quasi eigentlich hier, oder? Also hier geht's dann runter, hier geht's dann rüber. Seht ihr? Da ist die Kuh. Ah, da ist ein Pferd, okay. Da ist ein Schwein. Upsale. Ah, nee, das wollte ich nicht. Also der Steinbruch hier ist noch nicht so ganz pfiffig. Ausbaldowert. Aber es wäre im Prinzip quasi hier, dann sollte ich da wirklich die Erde runternehmen. Also wir wollen das ja wirklich... authentisch haben. So, authentisch bedeutet... dass wir erst einmal uns wieder Material besorgen müssen. Aber wenn ich dir hier gerade so ein bisschen auf die Uhr schiele, dann würde ich eigentlich fast sagen, hey, cool... Ich würde eine kleine Aufnahmepause machen. Vielleicht mache ich heute Mittag oder heute Abend oder irgendwann mal wieder weiter. Aber jetzt habe ich erstmal ein paar andere Aufgaben zu erledigen.
In diesem Sinne bedanke ich mich an der Stelle schon mal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und man sieht sich.